Not in the world, some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to cure their sorrow. Some people... Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem Minuten-Video von mir. Und ihr seht bestimmt safe einen Titel. Ich bringe heute dem Gewinner, also der lieben Annika, die Pfeife, die sie gewonnen hat, ja? Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, die meisten von euch, dass ich eine MGP-Pfeife verlost habe. Und ja, die liebe Annika hat gewonnen. Und ich werde das Paket heute zu ihr bringen. Annika, ich bin unterwegs. Ich hoffe, du bist zu Hause. Es geht, Bruder, ja. Dann wartest du auch ein Paket. Ich fick doch mein Leben, ja. Oh. Yalla. Wohin? So, Freunde, wir haben das Paket. Annika, wir sind unterwegs. Hä? Hey? Rabe. Evet. Freunde, wir sind auf jeden Fall unterwegs. Annika, ich bring die Pfeife jetzt zu dir. Ich fick mein Leben, Mann. So, Freunde, ich weiß aber nicht, ob ich das heute safe schaffe wegen meinen Kollegen. Ob er auch wirklich mitkommt oder nicht, weil das Ding ist, er muss morgen früh zur Arbeit. Und ja, vielleicht hätten wir auch mit Annika eine Pfeife geraucht, wer weiß. Annika, lass mich nicht in den Stich, sei zu Hause. Lass mich nicht in den Stich. Azad, wenn du das hier siehst, du siehst, ich mach Promo-Move für deine Pfeife, ne? Ich habe dir auf Instagram geschrieben, ob du mir ein paar Shots von deinem Tabak zuschicken kannst. Du weißt ja, ich war ja der Erste, der deine Pfeife auf YouTube vorgestellt hat. Und das wäre echt geil, wenn du mir vielleicht auch ein paar Shots zuschicken könntest. Das wäre ein Ehre, mein Move. Weil ich der Erste sein möchte, der deinen Tabak auf YouTube vorstellt. Warte bitte. Hallo. Freunde, ich weiß nicht, wie lange noch Zeit kommt. Ah, das, da ist der Bus, da ist der Bus. Jalla. Wir haben es doch geschafft, hä? Warum bist du so eile? Ja, lass mich nicht in den Stich. Annika, ich sterbe hier gerade für dich. Filmst du? Reißt du irgendwann, ne? Reißt du irgendwann, ne? Was ich nicht alles für Abonnenten von mir mache, ja. Eine Stunde Fahrt dahin. Eine Stunde. So, Freunde, ich habe geguckt, wir müssen jetzt ungefähr 5 Minuten mit der Bahn fahren. Dann sind es 10 Minuten ungefähr oder 15 Minuten zu Fuß. Ich habe vor, ich packe euch und die Pfeife fällt einfach runter. Ey, ich habe so Angst, dass die Pfeife runterfällt, ne? Weil bei Bahn ist immer voll kritisch. Ey, sollen wir so einen Roller nehmen? Ich weiß nicht, ich verstehe immer mal so einen Roller fahren, ne? Ich wusste aber nie, wie das funktioniert. Freunde, an der Stelle. Und an der Stelle, Grüße gehen raus an den Ex-Moslem. Der Herr Jesus hat dich gedrängt, das zu tun. Hey. Annika, wir sind gleich da. Wir sind besser als DHL. Ey, ich kann nicht mehr, Mann, das ist viel zu schwer. Hol sie ab von hier. Hol sie ab. Nee, Jalla, wir bringen das Paket zu ihr. Wir bringen das Paket zu Annika. Hallo! Verpiss dich, du Hurensohn! Ah! Warte, ganz kurz mal. So. Annika, du bist ja zu Hause. Ich bin gespannt, ja. Schon da? Ah. Hallo. Hi! Wie bist du Gewinnerin? Hier! Hat ein Paket! Danke schön! Oh, wie schwer! Komm rein! Ab in die gute Stube!
Also soll ich die zu machen? Ja, bitte. Freunde, mein Kameramann hat keinen Bock mehr zu filmen. Sie meint, ihr Bruder kommt dann, kommt gleich. Dann packen wir erst die Pfeife aus. Ein paar Sekunden später. Die Pfeife ist da. Oh Gott. Genau. Ich hab auch eine. Guck. Ja. Guck. Ja. Ich auch. Mach schon schön. Boah, der Gutschein hier. Boah, guck mal, hier schönes Logo. Ich muss ein Unboxing-Video machen. Doch, das weiß ich nicht. Also sogar Kohle? Mhm. Da ist nochmal Kohle drauf und da ist nochmal Kohle drauf. Das ist auch noch Kohle? Nee, das ist ein Grillanzünder. Oha. Grillanzünder. Ist ja alles dabei? Ja. Da ist auch Kohle. Ich wollte sogar gestern Kohle kaufen, aber ich hab nicht. Ich glaube, das ist auch so Kohle. Ja, das ist Kopf. Ah, Kopf, genau. Alter, das ist auch dabei? Sogar Karte von ihm. Oh, sogar handsigniert. Und Mundstücke. Und noch mal geil die Pfeife. Ich hab schon gesehen gehabt. Jetzt packen wir die Pfeife auf. Wild. Alter. Da. Das ist das Mundstück, Freunde. Ich schwör's euch, ohne das hier hätte ich Herpes. Nicht so aggressiv. Carbon-Schlauch. Ich mache aber nicht Werbung für Arsatz. Arsatz, sponsor mich mal, Junge. Ey, der wiegt ja unnormal ab. Ich bin ein Kilo-Logo. Aber du musst doch ganz kurz gucken, ob irgendwas bei dir fehlt, ne? Weil sonst, da kann ich doch den Support anschreiben. Zum Beispiel ist bei dir eine Zange dabei? Guck mal rein. Weil bei mir war damals keine Zange dabei. Nee, man, das ist auch keine Zange. Nee, dann muss ich sofort anschreiben. Tschüss. Boah, ich sieht krank aus. Krank aus. Ich kann direkt aufbauen. Aber was du aufpassen musst, hast du schon mit den Kugeln mitbekommen? Okay. Mit den Kugeln? Wo ist die Kugel? Ja. Wenn du Pfeife rein ist, dass du aufschraubst, musst du ganz kurz aufpassen, dass du das Weiße nicht abmachst, weil. Hier, guck mal. Warte, die Kugeln sind hier drin. Guck. Das Rauch kommt von hier raus. Echt? Ja. Alter, was ist krank. Da musst du ganz gut aufpassen. Wenn du eine große Pfeife haben willst, kannst du auch hier so einen Molassenfänger holen. 18,8er Stift. Ich hab doch. Was? Ja. Ich bin sogar hier, warte, ich mach den mal dran, ob der passt. So, Freunde, damit keiner sagen kann, fake. Ich hab schon viele Nachrichten bekommen, warum. Weil ich dazu ein Video drehen wollte und das erst so spät kommt. Damit keiner sagt, fake. Boah, die sieht krank so aus. Krank. Boah, die ist krank. Die ist ja noch kranker als ich dachte. Ey, wie viel Kohle hat er dazu gegeben? Das ist krank, wie viel Kohle das ist, ne? Ja. Also ist gute Kohle? Also das ist eigentlich die normale Kohle. Das ist ein Premium, hat er mir damals erzählt. Das ist ein Premium-Kohle, die neu von der Marke Albufaren erschienen sind. Boah. Das ist krank. So, Freunde, die Pfeife ist angekommen. Und bist du zufrieden? Zu krank, zu krank. Freut mich, ja. Ey, die ist unnormal. Die Pfeife ist unnormal. Und ja, ihr habt's gehört. Er freut sich auf seine Pfeife. Hey Leute, guck mal, das ist doch der Traum von jedem Shisha-Troniker von uns. Das ist doch der Traum von jedem Einzelnen von uns. Bruder, was ist das? Bruder. So, Freunde, ich habe ein bisschen mit dem Minat geschnackt und ich gehe jetzt Tabak auf für den Jungen auf meinen Nacken. Da brauchen wir eine günstige Pfeife, Bruder. Er wartet gerade auf mich. Sind frech.
Also ich würde eher sagen, Darmstadt ist eine sehr schöne Stadt. Ich glaube, es ist Dorf, was ist das hier? Stadtteil. Also ich muss sagen, Darmstadt ist eine sehr schöne Stadt. Nein, los. Klein. Ja, zwei Sorten. Zwei Sorten, welche? Welche? Minz und Doppelapfel. Minz und Doppelapfel? Boah, was ist das denn, Bruder? Bruder, was ist das denn? Ich glaube, ich nehme das hier. Darmstadt, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Ich will euch alle hören jetzt. Alle zusammen. So Freunde, das ist der Kopf von Schülerrechnung. So Freunde, auf jeden Fall, wir lassen das mal gut gebrauchen. Jetzt noch eine Pfeife. Ja, Annika gefällt die Pfeife und ihrem Bruder auch. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Freunde, haut rein, bleibt gechillt. Yalla. Peace! Rich Boy, dieser Junge kommt von der Straße. Ringe auf den Händen und Kilos auf der Waage. 200 Euro, wisch ich mit den Arsch ab. Kein Arm gefahren, ist im München Straftat. Rich Boy, dieser Junge kommt von der Straße. Ringe auf den Händen und Kilos auf der Waage. 200 Euro, wisch ich mit den Arsch ab. Kein Patek-Tage, ist im München Straftat. Du kommst von der Straße, doch hast...